Jamaichi. Sie haben hier mehrere Tage die absolute Creme de la Creme dieser Branche. Alle wichtigen Entscheider, die bei uns dann die Unterschrift unter dem Kaufvertrag machen, sind hier gewesen. Da sieht man, wo der Trend hingeht. Wenn hier jemand, der namhaft ist in der Branche, nicht auf der Messe präsent ist, fangen die Gerüchte an. Warum ist der nicht da? Geht's dem nicht gut? Ich muss hier sein und Präsenz zeigen. Wenn ich das nicht tue, kann das der Anfang vom Ende sein. Die Elektronika in München ist auch nach 5 Jahrzehnten immer noch das Maß aller Dinge in der Elektronikbranche. Auf dem alten Münchner Messegelände wurden in den 60er, 70er und 80er Jahren alle Neuigkeiten vorgestellt und die ganz großen Deals abgeschlossen. Heute kommen die Big Player der Branche, um wichtige Kontakte zu pflegen oder neue spannende Ideen und die hippen Champions zu entdecken. Die Elektronikbranche boomt und geht bei der Talentsuche neue Wege. Schüler, Studenten und Interessierte haben freien Zugang zur Electronica e-Experience, dem Elektronik-Karriere- und Innovationsevent, in einer Halle, wo sich Aussteller als hochattraktive Arbeitgeber präsentieren. We came here with our children. We teach in high school in Osijek, Croatia, and we expected a lot of things, but we got even more. So it's really beautiful and very innovative. So we're satisfied. Wir machen technologische Fachoberschule mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik. Und wir haben uns einfach mal alles angesehen. Ich habe viele neue Firmen kennengelernt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Auf dem Yamaichi-Stand in Halle B3 treffen sich die Elektronika-Projektleiterin bei der Messe München, Angela Marten, Fachjournalist Engelbert Hopf und Helge Puhlmann, European President von Yamaichi Electronics, zum Informationsaustausch und lassen die Elektronika und auch das Experience-Erlebnis Revue passieren. Ich glaube, es ist wichtig zu emotionalisieren. Das heißt, wenn wir uns das Thema Nachwuchs angucken, was wir in der Experience spielen, dass man eine Peer-to-Peer-Communication hat und trotzdem aber auch noch jemanden von HR, dass man das Thema erlebbar macht und damit einfach die Menschen natürlich auch im Kopf, vor allen Dingen aber auch im Herzen und im Bauch erreicht. Wir brauchen insgesamt auch mehr Begeisterung für die Technologie, weil das ist eigentlich der Rückgrat von Deutschland und hier wird auch die Wertschöpfung betrieben. Und wenn hier alle nach Berlin gehen und sagen, wir machen was mit Medien, statt dass sie hier in München an der Elektronik arbeiten, dann haben wir mittelfristig ein Problem. Deswegen, wir brauchen hier die Leute. Wir haben einfach die demografische Entwicklung, dass die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Es wurde zwar in den letzten 1-2 Jahrzehnten einiges getan in den MINT-Fächern, um eben auch Mädchen daran heranzuführen, aber das ist noch bei Weitem nicht ausreichend. Warum dann eine junge Frau entscheidet, das oder das zu studieren, will ich mir nicht anmaßen, warum die Entscheidung so und so fällt. Aber nochmal zum Anfang, einfach um deutlich zu machen, das ist keine tote Technik, das ist nicht öde, das kann hochinteressant sein, es ist ein international verknüpfter Job, er bringt mir Entwicklungsmöglichkeiten, die ich ganz sicherlich nicht in Medien habe. Und von dem Gesichtspunkt ist das nur zu unterstützen, in diese Branche reinzugehen. Ich kann gestalten, ich bin international tätig und ich habe Zukunft. Elektronik wird unser Leben noch die nächsten Jahrzehnte maßgebend beeinflussen. Ja, also ich sage auch, es wird mehr Elektronik denn je geben. Das ist eine riesige Welle, die haben wir jetzt erst losgetreten. Man braucht ja bloß mal schauen, was im Auto gerade abläuft, was für neue, tolle Technologien gerade entwickelt werden. Ja, Ethernet, alles wird verkabelt, riesige Datenmengen laufen da durch das Auto durch. Die Halbleiter werden noch viel mehr sein im Auto. Und die Chancen, die sich dadurch ergeben, für uns in Deutschland, die sind doch enorm. Und die sollten wir eigentlich auch wahrnehmen. Und deswegen brauchen wir hier auch unbedingt gerade ein bisschen Paradigmen wechseln. Die Frauen sollen hier auch mal tolle Jobs mit den Männern machen. Und ich denke mal, das wäre eine ganz tolle Sache. Als ich angefangen habe und hier angefangen habe, Stecker zu verkaufen und dann Stecker später mit zu designen und mit zu produzieren, da habe ich mir gedacht, was ist ein Stecker? Das ist ja total dröge und fad. Aber jetzt muss ich sagen, das ist total faszinierend, das ist eine irre Technologie. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich hier in dem Bereich gelandet bin. Und es gibt so viel disruptive Entwicklungen die ganze Zeit. Also es ist fantastisch. 80.000 Besucher waren 2018 auf der Weltleitmesse Electronica, dem wichtigsten Treffpunkt der Branche. 10% mehr Besucher, 180.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Es ist eine Messe der Rekorde. Sie haben hier mehrere Tage die absolute Creme de la Creme dieser Branche. Das bedeutet auch in Zeiten wie diesen, die durch Lieferengpässe geprägt sind in bestimmten Bereichen, haben Sie hier halt einfach nicht nur hier auf der Messe, sondern am Abend auch noch im Hotel Brandgespräche zwischen CEOs und Presidents und Kunden, die darum betteln, Produkte zu bekommen. Und die andere Seite, die versucht, ihnen irgendwie klar zu machen,
es geht momentan nicht und du kannst nur so und so viel bekommen. Das kann ich auf Augenhöhe auf diesem Level machen. Das kann ich nicht in einer E-Mail machen oder in einem Telefonat. Dazu ist diese Elektronika immer da gewesen. Sobald es kritisch wurde, sind auf einmal die CEOs, Presidents nicht ein und zwei Tage, sondern auch drei Tage geblieben, um genau diese Brandgespräche mit wichtigen Kunden und Zulieferern zu führen. Was das Management anbelangt, da ist die Elektronika ein Muss, hier zu sein. Also alle zwei Jahre werden Sie die Top-CEOs, die Präsidenten von allen großen Firmen hier sehen, weil sie einfach auch selbst natürlich das Gefühl haben wollen, in welche Richtung geht's. Bei den Kunden ist es so, alle großen Entscheider sind da, was die Einkaufsentscheidungen anbelangt. Alle, wir haben es jetzt erst bei dieser Messe wieder gesehen, alle wirklichen wichtigen Entscheider, die wirklich bei uns dann die Unterschrift unter dem Kaufvertrag machen, sind hier gewesen. Und wir haben Dinge mit denen durchgesprochen, obwohl wir denen eigentlich doch relativ viel auch in Kontakt sind. Die waren trotzdem alle da, die wollten uns auch physisch sehen. Ich bin ja auch nicht immer bei denen präsent. Und deswegen ist es natürlich eine wichtige Sache, was also einmal das Top-Management anbelangt, einmal natürlich die Top-Entscheider in den Einkaufsetagen, aber eben auch die Entwickler. Wir haben hier auch hier von der Automobilindustrie, wir haben hier in München einen großen populären Automobilhersteller oder in Ingolstadt, da waren hier auch teilweise die Lead-Ingenieure da, mit denen wir viele gesprochen haben, in welche Richtung geht's, was macht ihr gerade momentan, autonomes Fahren und so weiter und so fort. Und das war, muss ich sagen, diesmal außergewöhnlich hoch, was wir eigentlich in der Qualität noch nicht hatten und da sieht man, wo der Trend hingeht. Ich würde sagen, es gibt Unternehmen, die schon seit 10, 20 Jahren nicht auf der Elektronika ausstellen, die aber quasi ihre eigenen Kundenveranstaltungen in Hotels hier durchführen. Bei denen weiß man das. Ansonsten, wenn hier jemand, der namhaft ist in der Branche, nicht auf der Messe präsent ist, fangen die Gerüchte an. Warum ist der nicht da? Geht's dem nicht gut? Also das ist ganz entscheidend. Also ich muss hier sein und Präsenz zeigen. Wenn ich das nicht tue, kann das der Anfang vom Ende sein. Für Top-Manager ist, für Top-Talente sollte die Elektronika in Zukunft Pflichttermin sein. Talent meets Industry heißt die griffige Schlagzeile. Der War for Talents, der Wettlauf um die gefragten Nachwuchskräfte, findet auch auf der Weltleitmesse in München statt. Ja, eine Messe ist ja ein Marktplatz, wo man alle Beteiligten zusammenbringt. Das zeigt sich bei der Elektronika in diesem Jahr schon von vornherein in ihrem Motto Connecting Everything. Und so wie wir verschiedene Branchen miteinander connecten, verbinden wir auch unsere Aussteller mit dem Nachwuchs. Und auf einer Messe bekommt der Nachwuchs oder auch der Arbeitssuchende oder jemand, der sich für eine Ausbildung interessiert, einfach ganz konzentriert ganz viele Informationen, die er so an keiner anderen Stelle findet. Nicht nur deswegen haben, gerade im Zeitalter der Digitalisierung und Online-Kommunikation, Messen einen extrem hohen Stellenwert. Also ich finde sogar Messen heute noch wichtiger eigentlich als noch vor 20 Jahren, weil du musst ja irgendwann mal mit den Menschen zusammenkommen und es ist ja auch so, heute die ganzen Kommunikationsmittel, ist ja zum Beispiel das Telefon auch mittlerweile ein bisschen im Geschäftlichen ins Hintertreffen geraten. Du hast viel E-Mail-Kommunikation, es wird auch viel gechattet und alles mögliche andere betrieben und deswegen ist eine Messe einfach wichtig und genau wie es der Herr Hopf auch sagt, hier wird eine Kontaktauffrischung gemacht, eine Kontaktanbahnung in gewisser Weise. Ja klar, wir sind immer froh, wenn wir auch neue Kunden gewinnen können, aber es kommen eben so viele auch von unseren Standardkunden und das sind eigentlich auch gute Gespräche, die setzen sich hin in einer relativ entspannten Atmosphäre und man spricht eigentlich eher dann, was war und was kommt. Natürlich haben wir auch einen Haufen neue Produkte. Wir tun in der Tat uns die Elektroniker, sagen wir mal, immer so als Maßstab setzen, dass wir sagen, okay, wir wollen für Elektroniker dann was Neues zeigen. Ich habe dieses Jahr auch, muss ich sagen, überraschenderweise einige neue Sachen bei uns in unserer Industrie hier entdeckt. Und ich muss auch dem Hopf recht geben, die letzten paar Mal bin ich hier rübergegangen und gesagt, man sieht überhaupt nichts mehr auf der Elektroniker, warum stellen die keine neuen Sachen aus? Dieses Jahr habe ich also sehr viele interessante Dinge gesehen, speziell auch, weil bei uns in der Industrie eben auch gerade eine disruptive Entwicklung mit dieser hohen Datenübertragung gerade stattfindet. Also für uns war es eine extrem interessante Sache diesmal. Und Messen, sage ich mal, die gab es früher, die gibt es heute und die wird es auch in der Zukunft geben. Die sind enorm wichtig. Ich glaube, es ist wirklich die Pflege von Beziehungen, der Ausbau von Beziehungen. Ich gehe jetzt nicht unbedingt über die Messe, um hier die absolute Weltneuheit zu sehen. Das passiert anders. Man entwickelt nicht mehr für die Messe, auch nicht für eine Elektronika. Es ist Zufall, wenn hier etwas wirklich Neues präsentiert wird. Das ist vielleicht der Unterschied zu Messen vor 20 Jahren. Aber der entscheidende Punkt ist, Sie treffen hier auf Menschen. Sie haben die menschliche Interaktion, der Ihnen das erklärt, der Ihnen das nahebringt, die Vorteile darstellt, das werden Sie online im Internet nie realisieren können. Ist das so, Helge Pohlmann? Ja, für uns sind im Endeffekt die Messen insofern enorm wichtig, weil hier auch, der Hopf hat schon gesagt, die Trends gesetzt werden. Wir sehen also insgesamt in der Industrie, wo geht es eigentlich hin?
Genau, man kann natürlich bei einzelnen Ständen nicht sagen, gut, das ist vielleicht ein Highlight oder das ist weniger ein Highlight, aber wenn ich natürlich viele Wettbewerber anschaue und auch sehe, was wir machen, dann weiß ich schon, wo die Richtung hingeht und die Messe bestimmt dann auch irgendwo die Richtung und unsere Kunden geben uns natürlich auch das Feedback, weil es ist natürlich nicht nur die soziale Komponente, dass wir hier zusammensetzen, sondern wir stellen ja auch vor, was wir hier haben und dann sagen die uns eigentlich unmittelbar, was läuft. Man tauscht sich natürlich auch intensiv mit dem Wettbewerber aus, weil wir kennen ja die alle, es ist ja letztendlich doch eine Industrie, die man nach einigen Jahren sehr gut durchdrungen hat und deswegen ist die Messe für uns schon als Leitmedium wichtig. Yamaichi. Mit einer Schlagzeile der Electronica 2018 beginnen unsere Branchen-News. Zusammengestellt in Zusammenarbeit mit WK Fachmedien. Hier sind die Neuigkeiten, die bei electronicnet.de die höchsten Klickzahlen erreicht haben. Branchen-News. Social-Media-Verweigerer haben Nachteile bei der Bewerbung. Darf der Personalchef nach der Durchsicht von Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen noch einen kurzen Blick auf die Social-Media-Profile des Bewerbers werfen? In den meisten Unternehmen gibt es dazu keine klaren Regeln. So nutzen rund 2/3 der Personaler das Social-Media-Profil als Auswahlkriterium im Bewerbungsprozess. In manchen Unternehmen kommen Bewerber ohne Social-Media-Auftritt sogar gleich auf den Absagestapel. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom. Volocopter testet Flugtaxis in Singapur. Ab der zweiten Hälfte 2019 wird Volocopter in Singapur mit ihren Flugtaxis innerstädtische Flüge durchführen, um sie realitätsnah zu testen. Das gab das Unternehmen auf der Autonomy-Konferenz in Paris bekannt. Das Ziel der Flugerprobung ist die betriebliche Validierung des Volocopters in Singapurs urbaner Umgebung. In einem nächsten Schritt sollen öffentliche Demonstrationsflüge folgen. Wir stehen in den Startlöchern, die ersten festen Flugtaxistrecken in Städten umzusetzen, freut sich Florian Reuter, CEO von Volocopter. Bewiesene Tatsache: Quantencomputer sind überlegen. Sie werden als die Computing-Verheißung der Zukunft gehandelt: Quantencomputer. Dass sie tatsächlich Vorteile gegenüber konventionellen Rechnern haben, konnten ein Wissenschaftler der Technischen Universität München, seine Kollegen von der University of Waterloo und die Firma IBM nun erstmals beweisen. Lange waren Quantencomputer nicht viel mehr als eine Idee. Jetzt investieren Konzerne, Länder und Geheimdienste in die Entwicklung der Quantentechnologie. Branchen-News. Messechefin Martin sprüht schon jetzt vor neuen Ideen für die nächste Electronica im November 2020. Wir haben ja schon seit Jahren einen Schüler- und Studententag gehabt. Jetzt ist es aber so, dass der Nachwuchskräftemangel auch voll in der Elektronik angekommen ist und viel stärker als in der Vergangenheit, weil seit Jahren ist das ja schon im akademischen Bereich bei den Ingenieuren der Fall. Jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch im technischen Bereich, wenn es um das Thema Ausbildung geht. Und wir haben gesagt, die Electronica als Marktplatz und als Meeting Point der ganzen Industrie. Wir haben da gemeinsam mit dem Verband zum einen eine super Plattform, um da etwas anzubieten und zum anderen als Meeting Punkt der Industrie ein Stück weit auch eine Verantwortung, dieses Thema aufzugreifen. In der Verantwortung sieht sich auch das Fachmagazin Markt und Technik. Und das hat seine Berechtigung noch lange nicht verloren, sagt Helge Puhlmann. Da muss ich noch mal schnell eine Lanze brechen für die Markt und Technik. Ich habe 1983, als ich studiert habe und mein erstes Praktikumssemester gemacht habe beim Ingenieurbüro Endler in Kaufbeuren, die erste Zeitung, die ich gelesen habe und die mich seitdem begleitet. Seit 1983 ist die Markt und Technik. Und ich bin immer am Freitag froh, wenn sie mit mir auf den Schreibtisch liegt. Was der Herr Puhlmann nicht erwähnt hatte, das sind die Bildzeitungen der Elektronik. Das ich habe sie immer gelesen. Bis zum nächsten Mal beim Yamaichi-Podcast Hidden Champions. Das war Hidden Champions, der Yamaichi-Podcast mit Florian Schwarz.